wann gab es den Hinweis, dass hier eventuell was sein könnte heute? Heute Morgen ging ein Hinweis bei uns ein, dass der gesuchte Täter aus Herne sich hier in diesem Krankenhaus aufhalten sollte. Daraufhin haben wir sofort große Kräfte angesetzt, um das Krankenhaus zu durchsuchen. Die Durchsuchung lief bis eben und verlief negativ. Zudem erbrachten weitere Ermittlungen, auch mit Befragung der Zeugen, dass der vermeintliche Gesuchte, der sich hier aufhalten soll, es offensichtlich doch nicht war. Er sah der gesuchten Person nur sehr ähnlich. Mit wie vielen Einsatzkräften waren Sie hier vor Ort und wie viele Stunden hat die Durchsuchung gedauert? Die Durchsuchung hat den ganzen Vormittag bis jetzt gedauert und über die Anzahl der Einsatzkräfte machen wir keine Angaben. Sie bekommen ja bestimmt eine ganze Menge Hinweise, Wo kann man denn so ein bisschen rausfiltern, dass es ernst gemeint ist und nicht? Und welchen geht man dann nach und welchen nicht? Das ist die Problematik tatsächlich. Wir haben auch im Laufe des Vormittags mehrere Hinweise bekommen von Leuten, die den Mann im Stadtgebiet in mehreren Geschäften gesehen haben wollen. Diesen Hinweisen sind wir auch nachgegangen, aber bisher hat sich das alles als Falschmeldung herausgestellt.